So, die nächsten Transfers bei unserem SK Sturm sind getätigt worden. Man hat zwei Neuzugänge zu verkünden. Anil Jakupovic und Gideon Mensa wechseln nämlich zum SK Sturm. Erstmal bis Saisonende. Über diese beiden werden wir uns gleich mal im kommenden Video unterhalten. Und ich wünsche euch da natürlich viel Spaß. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder. Und es gibt ein Transfer-Update erneut bei unserem SK Sturm. Man hat nämlich diesmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und gleich mal zwei Neuzugänge auf einen Schlag verpflichtet. Beide gleich mal vorweg, erstmal ausgeliehen bis Saisonende. Auf jeden Fall beides junge Spieler und definitiv talentiert. Also da kann man mal gespannt drauf sein. Der eine, ein neuer Stürmer, wurde jetzt erstmal geholt, auch durch die Verletzung von Markus Pink. Der wird ja die Vorbereitung verpassen. Und da war jetzt wirklich akuter Handlungsbedarf auch schon gegeben. Anil Jakupovic wechselt also vom FC Empoli bis Saisonende erstmal zum SK Sturm Graz. Ob es eine Kaufoption gibt oder nicht, ist noch nicht so hundertprozentig geklärt. Laut den italienischen Medien sieht es aber danach aus, dass eine existiert. Also Sturm sollte schon die Chance haben, Jakupovic auch über den Sommer hinaus langfristig an Graz zu binden oder in Graz eben ja, zu behalten, wenn er denn überzeugen sollte. Zu Jakupovic, 20 Jahre jung, U21-Teamspieler Österreichs und ja, eigentlich hat er schon den Ruf eines Goalgetters, also auch schon aus seinen Jugendstationen wechselt er relativ früh von der Wiener Austria Richtung Middlesbrough nach England in der U21, da hat er gar nicht mal so schlechte Zahlen gehabt, dann weiter zu Empoli, auch dort sieht es gar nicht mal so schlecht aus, alles eben im Jugendbereich, denn in der Primavera, in der Jugendliga Italiens, da hat er bislang in 5 Partien 6 Tore erzielt gehabt, also auch das jetzt keine schlechte Statistik als Stürmer. Aber jetzt geht es natürlich für ihn darum, den nächsten Entwicklungsschritt in seiner Karriere zu machen und sich auch im Profifußball jetzt mal langsam zu etablieren. Und da ist, glaube ich, Sturm Graz ein sehr, sehr gutes Sprungbrett. Man denke da an beispielsweise an Marco Djuricin, der konnte sich ja auch wirklich jetzt nicht ganz im Ausland behaupten, ist dann zu Sturm gekommen und dann war es zumindest kurzfristig schon eine Erfolgsgeschichte. Bei Jakupovic, denke ich, könnte es ähnlich ablaufen. Nur hoffe ich natürlich, dass, wenn er einschlägt, unseren Schwarz-Weißen selbstverständlich etwas länger erhalten bleibt. Sein Marktwert aktuell laut Transfermarkt.at bei 400.000 Euro. Der war auch sogar schon mal höher, also der war sogar schon vor einigen Jahren bei 1 Million. Aber naja, im Fußball kann es ja schnell gehen, gerade als Stürmer. Also da bin ich schon sehr gespannt, was Jakupovic da zeigen wird, beziehungsweise hatte ja schon etwas gezeigt, nämlich gleich mal im ersten Testspiel, wo er gleich zum Einsatz gekommen ist. Das war gestern Sturm gegen den SC Weiz in Messendorf. Da haben unsere Blackies ja mit 9:0 gewonnen und Jakupovic, erstes Spiel, gleich mal 3 Tore, kann man mal so machen, würde ich sagen. Also ein Einstand nach Maß gegen den Regionalligisten natürlich nur, aber trotzdem, da sieht man schon, es geht in die richtige Richtung, also er braucht offensichtlich nicht extrem lange, um sich zu akklimatisieren, und genau solche Spieler braucht es auch gerade fürs Frühjahr, denn da ja, ist jedes verlorene Spiel wirklich ein doppelt verlorenes, gerade jetzt im neuen Modus mit der Punktehalbierung und so weiter. Also bei Anil Jakupovic bin ich sehr froh, dass er in Graz ist und bin natürlich da auch sehr gespannt, ob er auch hier Tore liefern kann. Und ja, bezüglich eben der Kaufoption gehe ich mal davon aus, dass da wirklich eine vorhanden ist. Von dem her glaube ich, der Transfer zum einen gelungen, kein großes finanzielles Risiko, und da würde ich einfach mal sagen, ja, hat Kreisel unter Vorbehalt wohl alles richtig gemacht. Der nächste Neuzugang, Gideon Mensa, ebenfalls 20 Jahre jung, ebenfalls Teamspieler, also in einer U-Mannschaft in der U23 von Ghana. Der afrikanische Linksverteidiger kam bislang 7-mal laut Transfermarkt.at auch bei Liefering zum Einsatz und auch sein Marktwert bei 400.000 Euro eben. Also relativ ähnlich, würde ich mal sagen. Der Unterschied, der kleine aber feine, ist, dass es wohl bei Mensa ziemlich sicher keine Kaufoption geben wird oder gibt. Eben zum einen, da jetzt Salzburg oder generell Red Bull nicht unbedingt bekannt dafür ist, dass sie Spieler verleihen mit Kaufoption innerhalb der Liga. Also von dem her gehe ich davon aus, dass Mensa wohl ziemlich sicher auch am Saisonende uns wieder verlassen wird, beziehungsweise im Sommer. Und ich glaube auch, dass der Transfer von Günter Kreisel von der Überlegung her eher in die Richtung geht, weil man hätte ja ein bisschen Geld durch den Schultransfer schon auf der Seite. Ja, dass er da keinen Schnellschuss machen wollte. Im Winter ist es sowieso auch schwer, natürlich gute Spieler zu verpflichten, die dir sofort
sofort weiterhelfen können. Und ja, die Rolle von Mensah wird wohl ziemlich sicher die Backup-Rolle für Schrammel sein, sollte der sich verletzen oder sonst was sein oder Formschwankungen, was auch immer. Und dann wird Mensah wohl zum Einsatz kommen. Ansonsten, glaube ich, werden wir in erster Linie eher Thomas Schrammel sehen auf der Linksverteidigerposition. Man kann natürlich auch darüber diskutieren, ob der Transfer wirklich überhaupt Sinn gemacht hat oder ja, ob man da nicht einem aus der eigenen Jugend von den Amateuren eine Chance geben hätte können. Das ist, glaube ich, ein heiß diskutiertes Thema. Da geht es auch vielleicht so ein bisschen weiter als nur um diesen Transfer aktuell, sondern auch ein bisschen um die Grundausrichtung. Denn da hat der ein oder andere, was ich da schon mitbekommen habe, so ein bisschen Angst, ja, dass der Verein da nicht so sein Gesicht irgendwie verliert. Also klar, ich persönlich bin jetzt auch kein Fan davon, dass man sich Spieler von Red Bull ausleiht und die eben dann selber auch noch ausbildet und dann aber nichts davon hat. Also das könnte natürlich ja passieren, dass Mensah einschlägt bei Sturm, und dann kannst du ihn dir am Saisonende zum einen nicht leisten, wenn man ihn so verpflichten möchte, und Salzburg, ja, hat eben ohne wirklich selber was dafür zu tun, einen noch besseren Spieler in ihren Reihen, und das ist ja eigentlich im Konkurrenzkampf, denn so extrem weit sind Sturm und Salzburg jetzt eigentlich auch nicht weg. Klar, Salzburg ist schon noch eine Kategorie drüber, aber ihr wisst schon, wie ich meine. Also um konkurrenzfähig zu bleiben, ist es, glaube ich, nicht unbedingt ja die beste Lösung, so etwas zu forcieren. Aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das Regelmäßigkeit in Graz haben wird, dass wir Spieler von den Dosen verpflichten. Von dem her ist es, denke ich, okay. Man muss ja irgendwo auch schauen, ja, dass man das Budget ein bisschen niedrig hält. Und ich hoffe oder gehe auch davon aus, dass man da wirklich gerade im Sommer dann aber wirklich investieren wird. Jetzt geht es eher darum, kostengünstig eine vernünftige Mannschaft trotzdem auf dem Platz zu haben, die eben noch nicht nur das obere Playoff schaffen, also das Meisterschaftsplayoff, sondern sich eben auch wirklich für den Europacup dann auch qualifizieren. Ich glaube, das Risiko ist überschaubar. Der Kern der Mannschaft passt ja ohnehin. Aber ja, mal schauen, wie das Ganze da weitergeht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht das nicht mal der letzte Transfer gewesen ist. Also Linksverteidiger wird wohl keiner mehr kommen. Eventuell könnte man über einen weiteren Stürmer sogar noch nachdenken, denn jetzt hat man ja eigentlich wieder nur drei. Aber vielleicht ist auch da die Überlegung, den einen oder anderen im Notfall umzufunktionieren. Man weiß ja, Grozurek hat ja auch schon Stürmer gespielt. Husbeck könnte im Notfall vorne auch drinstehen. Also es gibt ja schon die ein oder andere Option. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was dieses Transferfenster weiterhin bringen wird für unsere Blackies. Ja, auf jeden Fall geht es in erster Linie darum, das Frühjahr jetzt endlich mal vernünftig zu gestalten. Also ein erneuter Fehlstart wie in den gefühlt letzten 10 Jahren sollte es bitte mal nicht werden. Und ich glaube aber, dass Jakubowicz und Mensah uns auf jeden Fall helfen können. Und ja, diese beiden Transfers ohne großes Risiko, aber natürlich, ja, kann man da immer ein bisschen diskutieren drüber. Ihr schreibt mir dann bitte auch noch gerne in die Kommentare, was ihr überhaupt zu diesen Transfers sagt. Also zum einen Jakubowicz, macht das Ganze Sinn? Ich persönlich finde ja, junger, talentierter Österreicher, Stürmer sind sowieso immer gefragt und wir brauchen einen Knipser, also das Ganze könnte passen. Für mich macht dieser Transfer auf jeden Fall eben Sinn. Bei Mensah eben vielleicht ein bisschen mehr Diskussionsstoff. Man hat jetzt einen Backup für Schrammel. Die Position gehört ja auch geschlossen, nachdem auch der Transfer von Walci nicht funktioniert hat. Der ist ja bekanntlich bei den Dosen gelandet. Und ja, zum Dank, das war auch natürlich auch ein bisschen der Grund, dass es vielen dann so aufgestoßen ist. Ja, zum Dank holt Sturm dann erst von Salzburg einen Spieler, von dem man dann über den Sommer hinaus nichts hat. Aber eben, ich verstehe da wirklich beide Seiten. Und da bin ich eben auch gespannt, was ihr zur Personalie Mensah sagt. Hätte man sich das Ganze verkneifen können, hätte man eher da einem aus der eigenen Jugend das Vertrauen schenken sollen oder sogar müssen? Oder sagt ihr nein, übergangsweise bis Sommer ist das schon okay und im Sommer, da kann man sich dann wirklich wieder neu orientieren und schauen, dass man auch die Leute zum Verein holt, die dann einfach auch, wenn man so will, zum Verein passen und mit denen man etwas langfristiger hoffentlich, man weiß es bei Sturm ja nie so genau, planen kann. Von dem her würde ich sagen, war es das dann auch erstmal wieder von mir. Vielleicht noch kurze Info, der Black Table wird demnächst auch mal kommen. Da werden wir den finalen Termin noch finalisieren. Auf jeden Fall, ja, könnte es schon nächste Woche dann mal soweit sein, dass dann auch das Video mal hochkommt. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein zu diskutieren. Gibt es ja im Moment einiges bei unseren Schwarz-Weißen. So, jetzt war es das aber wirklich von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. In diesem Sinne wünsche ich euch noch was, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich und bis dann. Ciao, ciao.